Hallo, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zurück zu Pokémon Saphir. Oh, da steht noch ein Aqua, Team Aqua Typ. Was machst du hier? Ich bin von Team Aqua. Du hast mich in den Boden gestampft, erinnerst du dich? Hier, das ist für dich. Vergeben und vergessen. Team 46 erhalten. Ich weiß nicht, was es ist, verdammt. Oh, verdammt, du hast unsere Pläne zunichte gemacht. Ich wollte als Ausgleich etwas mitgehen lassen, aber warte. Du bekommst eine Belohnung auch noch. Ja, im letzten Part haben wir nämlich Team Aqua ganz schön ungespitzt in den Boden gerammt, ja. So richtig eiskalt. Na, wir haben den Captain Chili-Tot beschützt. Was haben wir gekriegt? Raub. Toll. Toll, echt toll. Toll, toll, toll. Finde ich toll, ja. Toll. Ja, warte, ich jetzt vor. Habe ich den Arena-Ort schon? Ach, wir fangen doch hier Port City. Mhm. Ja. Da bin ich ja falsch. Gehen wir mal kurz zurück. Zurück! Zur Werft? Ja, genau. So, hier muss irgendwo der Mongo rumeiern. Ist der hier? Die Jahreszeit, das Wetter, der Mond, der vom Himmel herabstrahlt. Das sind die Bedingungen, die See so wechselhaft machen. Ganz genau. Die See ist ein lebendiges Wesen. Ja, ja, natürlich. Okay, das sieht definitiv nicht danach aus, dass dieser Mongo hier ist. Warte, ich muss aufhören damit. So, das ist auch nur dieser Schiffsbauer-Typ da, Schiffsingenieur, schieß mich tot. Da ist Mülleimer. Leer, schade. Das wäre ja Meisterball gefunden! Aber der ist hier auch irgendwo. Also irgendwo war der war ein Meisterball, das weiß ich auch. Frag mich nur wo. Den will ich bestimmt noch finden. Und wenn nicht, habe ich das gehabt. Nun gut, auf Montag, ey, hammer geil. Woche fängt wieder an. Ja, aber geil, vor allem, Alter. Wie bin ich denn drauf? Scheiße, wann dann? So, was geht hier ab? Ach, hier ist dieser alte Mann, ne? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Als Vorsitzender bin ich natürlich die wichtigste Person hier. Was bist du denn für ein affiger Mongo, Alter? Scheiße, wann dann? Keiner kann mir im Umgang mit Pokémon das Wasser reichen. Keiner. Und in jedem Wettbewerb bin ich natürlich der Sieger. Aber dadurch enthalte ich den anderen ihr Vergnügen vor. Und deshalb beschränke ich mich darauf, die Pokémon der anderen zu beurteilen. Es ist toll zu sehen, wie andere ihre Pokémon aufziehen. Die zufriedenen Gesichter der Pokémon, die gut behandelt werden. Die fürsorgliche und liebevolle Art ihrer Trainer. Mein Herz geht über vor Freude. Da gibt es so viel Glück. Oh je, entschuldige, ich schwatze hier die ganze Zeit vor mich hin. Bitte erlaube mir einen Blick auf deine Pokémon. Wie sind sie gewachsen? Verstehe, das ist weder gut noch schlecht. Du bist der Trainer. Steig nicht bei der Zucht dieses Pokémons mehr an. Dürfte ich vorschlagen, ihm mehr Pokeriegel zu geben? Ich hab keine Pokeriegel, verdammt nochmal! Guck dir mal geiles Jungblut an, ey, komm, 5 Euro, 5 Euro, ey, Junge, 5 Euro, ich schenke dir, 5 Euro, Fick dich doch. Ich freue mich immer, Pokémon zu sehen, ihre Trainer lieben. Pokémon haben ein sensibles Gespür für die Gefühle ihrer Trainer. Wenn man einem Pokémon Liebe und Achtung entgegenbringt, werden die Gefühle erwidert. Sobald dein Pokémon dich liebt, komm und besuche mich nochmals. Dein Pokémon betet dich geradezu an. Für einen so mitfühlenden Trainer hat der Fanclub ein Geschenk. Sanftglocke halten, ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Verspricht mir Sanftglocke, Mama. Sag es mir. Item besänftigt und fördert Sympathie. Geil. Was bringt mir das jetzt? Er tritt seinen Schal. Bringt mir eigentlich gar nichts so. Aber egal. Nur raus aus dem Laden, weil es sagt, scheiße, was ist das hier? Haus des Namensbewerbers. Hier sind Wettbewerbe. Ohne Spaß, dazu könnt ihr mich nicht zwingen. Dazu könnt ihr mich nicht bringen, dazu könnt ihr mich nicht zwingen. Das werde ich nie machen. Ich werde keine verkackten Pokémon-Wettbewerbe mitmachen. Ist das klar? Ob das da ist, was ich tun? Schnurstraße über den Radweg nach Malmö City fahren oder die untere Straße nehmen wir nach Pokémon suchen? Ey, ich weiß nicht mal, wo ich hin muss, Junge. So, ich habe die Devon-Waren abgeliefert. Ey, ist hier gar keine Arena. Was ist denn das? Ja, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Verurteilt mich nicht. Mein Pokémon hat ein astiges Wesen. Seine Initiative ist im Vergleich zu meinen anderen Pokémon höher. Vielleicht hat ihr Wesen etwas mit den Statusvorteilen der Pokémon zu tun. Oh, ob ich das jetzt noch gelesen habe. Was ist nur eine Werft hier? Was ist das? Das Licht dieses Leuchtturms sieht man Dutzende von Kilometern weit. Ich frage mich, ob es nicht die Pokémon mehr verwirrt. Nee. Auf keinen. Nein! Ich glaube, ein kleines Kind, verdammt! Sein Sand schämt sich doch aus wie eine riesige Blume, findest du nicht? Scheiße, nein!
Krieg schon wieder einen Kotzanfall und ich habe meinen natürlich mein Jungblut. Natürlich habe ich mein Jungblut vorne. Schnabel. Das kann nur Platscher. Wie billig ist das denn? Ich kann schnabeln und Rotanschlag kann ich nicht. Also, was kannst du mir noch entgegenwerfen? Noch als Rüder, hast du keine anderen Hobbys? Züchtest du die Viecher oder was? Kackattacke! Kacksaat! Kacksaat! Sei nicht sehr effektiv, ne? Nicht effektiv? Ist das nicht Pflanze? Oder ist Azuri kein Wasser? Guck mal. Bin ich jetzt irgendwie... Mach ich jetzt irgendwie... Oder ist Azuri... Ja, Azuri ist Wasser. Hä? Ist Azuri Eis? Wasser? Oder hab ich da jetzt was verpasst? Ist das normal? Was? Wollt ihr mich verarschen? Das geht definitiv nicht in meine Birne rein. Ohne Spaß. Hä? Wieso ist das denn? Hä? Kapier ich nicht. Danke, Stuhl. Schön, dass du dich meldest, aber ich brauche dich nicht. Ja, geh mir halt nicht auf den Pisser. Hä, aber was ist... Was ist mein Azurel denn für... Ist das doch Wasser oder nicht? Er verwirrt mich jetzt total. Ich muss sagen, ich nehme das gerade alles gestern auf, also heute Sonntag, ja. Und es läuft gerade Spider-Man 3. Voll geil. So, ja, habt ihr euch mal lieb da? Ahoi, für die Folge, jederzeit wieder raus. Nun, wo soll das hingehen? Nirgendwo hin, bitte. Ich glaube, oder ich befürchte, dass wir echt nach oben laufen müssen und über diesen Radweg. Oh, schau dir das an, das Seegras hier. Dieser Gegend sieht frisch und fast lebendig aus. Es sieht aus, als könne es sich aufrichten und angreifen. Dich hat doch ein dich hat doch sicherlich Knuffhänder geschlagen. Kennst du die TM-Geheimpower? In unserer Gruppe mögen alle die TM-Geheimpower. Eines unserer Mitglieder wird sie dir geben. Sag mir, wenn du sie hast. Wir werden dich dann als Mitglied aufnehmen und dir unter der Hand tolle Sachen verkaufen. Ach, Höhleneinrichtungen und so will der mir verkaufen. Das ist ja nett von dem. So. Dam, 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 badam, dam. Ich habe leider kein Fahrrad, das ist natürlich doof. Yeah, darauf habe ich lange gewartet. Level 5 Pokémon. Für Pokémon. Ich werde mit sicher teilnehmen, aber vorher muss ich mir alle Pokémon fangen. Warte mal, kommt da bestimmt nicht Dings? Ist das nicht Dings drin? Ne, ich habe damit jetzt gerechnet, dass hier, dass mich hier Mike kreuzt, aber das war wohl anders. Ja, gut, Ach, ist hier nicht der Rätselmal... Scheiße. Ich wurde überall hingenommen, meine elysischen Pokémon zu präsentieren. Ja, dann verpiss dich auf den Wettbewerb und lass mich verdammt nochmal in Ruhe, ja? Danke. Isabel. Flüsse. Nein, ich habe immer noch Jungblut vorne. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Feuer. Nee, gar nicht. Du, was laber ich denn? Feuer. Ja, ich mach Feuer. Ich mach Feuer. Und das ist keine Attacke der Klasse Gulut. Ja, ja. Er macht normal, es ist ruckzucki. Oh mein Gott, scheiße, Mann. Ey, ich hab nichts gegen Elektro-Pokémon irgendwie, ne? So steinhagelmäßig oder so. Brenne! Nein, nein, keine... Fick dich doch selber. Ohne Spaß. Ey, bis ich Schlitze habe, ey. Ohne Spaß. Ich bin paralysiert, ich wusste es. Kann ich ruckzuck? Nein, ich kann Doppelkick, Glut, Schnabel und Kratzer, ne? Oh, toll. Einmal getroffen reicht schon. Wow, 385 EP, Alter. Oder 65, aber es ist genau gewesen. Melon wird eingewechselt. Ja, dann machen wir aber Trass, oder? Pipi und Trassler? Trassler, komm, Trassler, komm. Geht Trassler, komm. 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 Trassler, komm. Konfusion, komm. Hau ihn weg. Dum, 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 dum,
Konfusion! Oh, Mama! Geh weg. Nochmal Konfusion. Geh weg, du komisches Scheiße. Nein, ich will mich... Oh, Alter, ich will nicht paralysiert sein. Los, jetzt komm, raus weg. Ja, danke! Nein! Was denn? Fick dich doch. Scheiß Minun. Ich bin Minun, ich kann alles blocken. Welcher verkackte Trainer gibt seinen scheiß Pokémon noch Sinnelbeeren? Warte, ich verbessere mich kurz. Welcher scheiß CPU-Gegner gibt sein scheiß Pokémon Sinnelbeeren? Es nützt doch gar nichts. Komm, du stirbst doch eh. Ja, siehst du? Alter. Ich bin so fucking ungeduldig, ne? Ist krass, ey. 385, hab ich doch richtig gesehen. Oh, schön, das reicht nicht aus. Ja, da hast du richtig gemerkt, ey. Flüssel ist doch nicht schön. Wo lebst du denn, ey? Gute 103. Ich wäre da fast reingelaufen, Alter, verdammt. Habe ich das Schneider schon? Ich glaube schon, ne? Du bist beobachtet. Unterm Tisch, ich hab dich gesehen. Kann ich der Schneider schon irgendjemandem beibringen? Außer meinem Jungblut? Nein. Deswegen habe ich der Schneider noch gar nicht. Was, Girl? Woher wusstest du, dass ich mich unter diesen Tisch verstecke hatte? Clever. Sieh und staune, ich bin das größte lebende menschliche Mysterium in ganz Höhe. Man nennt mich Rätselmeister. Er freut sich kennenzulernen. Du bist hier, um ein Rätsel aus herauszufahren, oder? Deshalb bist du doch hier. Ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Trete hinter diese Schrift vor und die Herausforderung beginnt. Ich war im hinteren Bereich. Ja, ich nö. Aus dem verkackten einfachen Grund. Paralysiert. Und ich brauche ein Pokémon mit der Schneider. Weil ich ganz genau weiß, dass die erste Rätsel-Challenge so verkackt dumm ist, einfach nur, weil ich den Schneider brauche und ich es meinem Jungblut nicht beibringen will. Schlurp! Schlurpokon! Schlurp ist ja was anderes. Schlurp ist dieses lange, Großvieh. Flügelschlag, Schwalbini, ich will mir ein Kann ich das Schlurpokon fangen? Kann das der Schneider nehmen? Weiß das einer? Ach, ist jetzt eh zu spät gefragt. Wenn ich es jetzt fange, ist jetzt total egal dann, ne? Also... Ich bin auch zu klug heute mal wieder. Dum, 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 dum. Blub, blub, blub. Ja! Ah, hier fehlt mir ja auch dieses... Und das... Wisst ihr, dass diese Pokéball einfach nur so macht, dass es gefangen ist? Aber ich bezweifle richtig hart, dass Schlupfuck der Schneider kann. Ich weiß, dass Schlupfuck schlucken kann, aber nicht Schlupf... Scheiße, ich bin selber in den Zungenbrecher reingeritten, Alter. Okay, nochmal. Ich weiß, dass sie das Schluckpuck schlucken kann, aber kein Zerschneider kann. Oh. Kommt auch mal ein bisschen Vorlauf hier. Dann legen wir Vivien mal ab. Wohl, legen wir mal Papinella ab. Nee. Oh, Zubiris haben wir auch noch. Geil, das kann bestimmt Zerschneider. Wann hat mir das denn gefangen? Scheiße, die wandert. Das kann Zerschneider lernen. Ach, nee. Richtet Schaden im nächsten Level des Angriffs an, okay. So, komm, nehmen wir mal, oder? Was ist Tobias überhaupt für ein Typ? Unlichtgeist, hammerhart. So. Jetzt gehen wir mal zurück ins Rötzelmeisterhaus. Nochmal beobachten, nö. Hey, Schiff, das Loch, möchtest du nicht durchgehen? Ja, klar. Ha, ich wusste es. Und hier warten doch nur komische, verkackte Käfer-Puppen auf uns. Ich würde sagen, was machen wir im nächsten Part? Wo wir uns auf hier aufs Gefallen? Und bis zum nächsten Part im Rätselhaus. Bis dahin. Ciao.